Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum JFD Live Trading TV am Montagmorgen, dem 16. März. Es grüßt wieder Christian Kämmerer und wir schauen auf den DAX, der sich hier wieder aufmacht in unbekanntes Terrain, in neue Höhen, neue Allzeithochs. Fast täglich grüßt ihr das Murmeltier im Sinne von steigender Notierung. Wir hatten hier zunächst mal mit Blick auf den Stundenchart am Freitag die Möglichkeit gesehen, nach einer schwacheren Eröffnung und Unterschreitung dieses Supports um 11.800 Punkten hier nochmal eine kleine Abwärtsbewegung zu sehen, die dem DAX dann hier nochmal Schwung gibt, um eben auf neuerliche Höhen zu steigen. Aber das, was in der Vergangenheit eben unlängst Uso ist, es gibt Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau, ohne größere Rücksetzer, die dann immer wieder gefolgt werden von neuen Kaufimpulsen, Kaufschüben, neuen Rekordständen. Das heißt hier dieses Szenario, dass sich der Markt relativ spät fängt und hier bis zum 50er-Retracement durchstartet, hat sich nicht bewahrheitet. Sie sehen hier viel mehr anhand der Fibonacci-Projektion vom Freitag. Hier bereits am 23.6er Fibonacci-Level hat der Index seine Unterstützung gefunden und dies spricht wieder mal für enorme Stärke. Denn je weniger ein Index eine Aktien, einen Rohstoff oder auch ein Devisenpaar zurücksetzt in einem intakten Aufwärtstrend, desto stabiler ist die ganze Materie. Und beim DAX sieht es eben jetzt so aus, dass wir mit Überschreitung der Marke von 12.000 Punkten uns dem Ziel von, und da gehen wir kurz mal in den Tageschart, 12.150, 12.200 Punkten mehr und mehr nähern. Auch hier im Tageschart die Möglichkeit, an dieser deckelnden Aufwärtstrendlinien zu konsolidieren, hat sich hier nicht als wahr erwiesen. Man muss hier sagen, auf Konsolidierung zu setzen, ist hier sehr, sehr heiß. Wir hatten ja auch schon die Auflösung der Divergenz dann im Chart terminiert, sage ich schon, fokussiert und besprochen. Und wir tanzen jetzt hier oberhalb dieser ja einst deckelnden Trendlinie. Das ist jetzt eine Unterstützungslinie, die hier auch am vergangenen Freitag mit dem Tagestief hier in Richtung 11.740 Punkten ihre Bestätigung fand. Und jetzt, liebe Zuschauer, muss man sich darauf einstellen, dass der DAX hier nochmal locker 150, 200 Punkte Potenzial hat, hier bis in diese doppelte Projektion der Fibonacci Ableitung, Schrägstrich hier in diese Impulswelle. Sie sehen hier diese Bewegung vom Tief bis zum Hoch und hier vom Ausbruchspunkt bis zum Hoch, eben hier bis zum Niveau von 12.150, 12.200 Punkten anzusteigen. Das ist hier mal grob der Fahrplan, denn generell kann gesagt werden, dass der DAX hier jetzt immer mehr in oder an Steilheit zunimmt. Die Bewegung erfährt hier immer mehr den steileren Zuspruch und insofern ist davon auszugehen, dass wir hier weiter in eine Überhitzung reinlaufen, die ihr Ende offensichtlich noch sucht. Wir schauen noch mal kurz auf die Pivot Points der Woche, um hier sozusagen mal zu sehen, was wir hier abgeleitet aus der vergangenen Woche hier für Resistance und Support Levels haben. Und die zeigen hier sehr schön, dass anhand der Wochenpivots wir hier Niveaus 12.150 mit großer Sicherheit sehen dürften, dann hier Resistance Level 2 12.350 sogar möglich wären und hier in einem absoluten Ausdehnungsfall wir sogar 12.700 plus in Anführungszeichen 23/24 Punkte sehen könnten. Unglaublich, aber wahr. Der DAX ist ja in einem förmlichen Höhenrausch und bleibt dies auch. Der Wochenpivotpunkt ist 11.774, rund 75. Wenn wir da drunter gehen per Tagesschluss, dann muss man mal abwägen, ob es hier nochmal zu einem Test dieser Aufwärtstrendlinie seit Mitte Februar kommt oder sogar zu tieferen Rücksetzern. Aber davon, liebe Zuschauer, ist aktuell wieder mal weit und breit nicht zu sehen. Der DAX erhält ja auch, und das wissen Sie, hier saisonal absolut starken Rückenwind. Das heißt, hier mit der Tendenz der kommenden Tage, Schrägstrich Handelswochen, mit Blick auf die letzten, beziehungsweise auf die kommenden 60 Handelstage, gibt es nur eins, und das ist Aufwind. Das dürfte den DAX hier weiter tragen. Wenngleich, ich meine, ich habe es auch in der vergangenen Woche schon angesprochen, der Monat März, das erste Quartal, häufig auch als signifikanter Knack- und Hochpunkt einer HOS angesehen werden kann. Es gab viele Momente, erinnern sich an März 2000, ja, an dem der Markt hier signifikante Umkehrbewegungen eingeleitet hat. Wir sind ja jetzt mittlerweile dann auch schon Richtung 20% unterwegs und dies in noch nicht mal 3 Handelsmonaten. Das ist eine enorm starke Performance. Die Frage ist, wenn wir so weitermachen, dann verdoppelt sich der DAX in diesem Jahr noch. Das ist ja fast nicht vorstellbar. Insofern abwarten, was noch passiert. Ohne Umkehrsignale bleibt es dabei. Wir müssen weiter davon ausgehen, dass der Rallye-Rausch weiter an Fahrt gewinnt und wir dahingehend davon ausgehen müssen, dass der DAX weiter steigt. Eine kleine Sonderindikation will ich Ihnen jetzt aber hier auch noch mal zeigen. Also DAX, wie gesagt, übergeordnet weiter ganz klar bullisch. Und zwar ist das mal hier unten in dem Chart, das ist jetzt der Wochenchart zum DAX. Sie sehen auch hier die Projektion,
der letzten Korrekturbewegung vom Oktober hier nach oben raus projiziert. Ich will ihn aber mal hier gerade noch mal vorstellen, diese negative Korrelation, die wir hier jetzt mit dem Euro-US-Dollar derzeit vorfinden. Und das heißt, DAX gelbe Linie, wir machen den mal schwarz. So. Sie sehen, dass hier ab, ja, Ende 2012 sich hier eine deutliche negative Korrelation auftat, die hier dann zum Herbst 2014 hier dann deutlich an Fahrt gewann. Das heißt, die Schwäche beim Euro wird hier in einem steigenden DAX beflügelt und das heißt, hier strömen immer mehr Käufer, auch insbesondere aus dem Ausland, hier in den DAX hinein. Tatsache ist, wenn der Euro-US-Dollar mal zu einer größeren Umkehrbewegung starten sollte, und das wäre eine Indikation im Sinne der Intermarket-Analyse, sollte der Euro-US-Dollar einen signifikanten Boden ausbilden und möglicherweise nach oben drehen, dann wäre das für den DAX sicherlich auch mal eine Phase, in der er dann zurücksetzen dürfte, Schrägstrich könnte. Davon ist aktuell noch nichts zu sehen, aber bedenke oder man bedenke mal hier die Situation, dass dies passieren könnte. Und zum Euro-US-Dollar wissen Sie, dass wir hier in einem großen Bild, Moment, Monthly, hier in einem großen Bild an einer signifikanten unteren Trendlinie aktuell angekommen sind. Das ist der Chart hier. Sie sehen sehr schön, wir sind schon mal per Weekly Close bzw. per Weekly Price drunter gelaufen. Und hier die Monatskerze sehen Sie sehr schön, dass hier aber aktuell es wird gekämpft an dieser Linie. Und wir haben jetzt hier ein Niveau erreicht, was ich ursprünglich erst für den Sommer gesehen habe. Aber von diesem Level aus gab es eben hier, abgeleitet von dieser Trendlinie hier 2008-2010, schon mal eine Erholungsbewegung. Das könnte im Sinne der Intermarket-Analyse durchaus für eine Erholungsbewegung sprechen. Andererseits, wenn DAX hier weiter 12.150, 12.200, 12.500 Punkte oder 12.700 Punkte anvisiert und Euro-US-Dollar hier signifikant unter 1.035 raussackt, dann ist die Parität schneller, als wir uns das vorgestellt haben, erreicht. Und übergeordnet im ganz großen Big Picture, Sie haben die vergangene US-Dollar-Index-Analyse hoffentlich gelesen, sieht es eh so aus, als wäre der Markt hier dann langfristig in einem absoluten Dollar-Jahrzehnt, das heißt von einer weiteren Dollarstärke mittelfristiger Natur, muss man ausgehen. Und das dürfte den Euro natürlich hier signifikant weiter schwächen, zumal wir hier in diesem großen Abwärtstrendkanal eben weiter nach unten gerichtet sind. Aber wir sind sehr stark zurückgelaufen. Technische Gegenreaktionen werden immer wahrscheinlicher. Warten wir ab, was passiert. Wir werden es hier im JFT Live Trading TV für Sie begutachten. Ich sage jetzt erstmal danke fürs jetzige Einschalten. Die nächste Sendung entweder kurz nach dem Mittag oder heute Abend nochmal zur Live-Beschau der US-Märkte 18:45 werden wir uns da definitiv nochmal einschalten. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag und viel gute Punkte im Sinne dessen, dass man hier diese Rallye reitet, solange sie geht. Ich wünsche was, bis bald, Ihr Christian Kämmerer.